16. Februar 2010 regierten in der Kitzbüheler Innenstadt wieder die Faschingsnarren. Bei dem bunten Treiben, zu dem alle Freunde der fünften Jahreszeit herzlich geladen waren, wurde ausgelassen gefeiert und fantasievolle Kostüme präsentiert. Am Faschingsdienstag begann vom Jochberger Tor ausgehend der Faschingsumzug in den Stadel, mit der Stadtmusik Kitzbühel an der Spitze des Umzugs. Fasching in Kitzbühel ist nicht so eine Sache, die organisierte Heiterkeit wie im Rheinland liegt uns nicht so sehr. Aber am Faschingsdienstag, da ist dann doch immer wieder was los bei uns. Da gibt es den Faschingsumzug mit den Kindern, aber auch vielen Erwachsenen. Die Stadtmusik ist mit dabei, die marschieren dann von Lokal zu Lokal. Es gibt eine Kinderdisco in der Hinterstadt und dann organisieren sich auch viele Hotels und bieten ihren Gästen und Kunden ein bisschen Faschingstreiben und beim Praxmeier ist dann Tanz. Und heuer hat die Stadtgemeinde Kitzbühel die Alexandria, die jetzt neben mir steht, beauftragt, den Fasching zu organisieren. Alexandria, du warst ja früher bei Kitzbühel Tourismus, jetzt hast du mit deinem Mann eine eigene Firma. Wie war der Auftrag an dich? Ja, der Auftrag hat geheißen, dass man dem Fasching wieder ein bisschen neues Leben einhauchen sollte, dass man versucht, die ganze Familie einzubinden, Vereine einzubinden. Und ja, ich glaube, fürs erste Mal, für 3 Wochen Organisationszeit, ist es uns ganz gut gelungen, wenn man hinter uns schaut. Die Stimmung ist gut. Es genüge dir eigentlich schon, wenn alle, die am Rande stehen, wenigstens ein Hirtl aufhätten oder ein bisschen sich nur schminken würden, dann war ja schon Gaudi. Einen Tag im Jahr Fasching genüge dir eigentlich für Kitzbühel, wenn man muss Gaudi. Ja, liebe Kitzbühler, ihr habt jetzt 365 Tage Zeit, euch was zum Überlegen. Wir wollen auch nächstes Jahr alle maskiert sehen, auch am Rande des Faschingsumzugs. Und dann schauen wir, dass wir eine richtige Stimmung zusammenbringen, weil es ist natürlich für die Gruppen, die mitgehen und für die Kinder schon netter, wenn rund um und um auch ein bisschen maskierte und stimmungsvolle Leute sind. Der schönste Platz ist immer an.
das linke Händchen vor, das ist der ganze Trick. Wir tanzen rucki-zucki und drehen uns einmal um. Ja, jeden Fasching macht der Fotograf das Bild hier beim Rathaus von den Faschingslappen, von den Lehrerinnen und Lehrern der Kitzbüheler Schulen, die sich hier zur Verfügung stellen, um diesen Umzug mit den Kindern überhaupt zu organisieren. Hier vor dem Rathaus sind sie alle versammelt. Und ich gehe jetzt daher mal zu jener Frau, die heuer ein bisschen die Oberaufsicht gehabt hat. Nicht mehr die Frau Direktor der Volksschule hat es gemacht, sondern wir haben eine neue, hier dieses Blumenkind, das die Kinder animiert hat, hier mitzumachen. Wie war das? Es war, ist gut gegangen, aber die Frau Direktor aus der Volksschule, die daneben ansteht, war natürlich mit dabei. Wir haben einfach ein Team gebildet, Vereine, Volksschule, Stadtgemeinde und haben dann gemeinsam versucht, den Fasching wieder zu beleben. Ja, und da muss man natürlich im Unterricht immer wieder sagen, bitte verkleidet euch, aber ihr übernehmt sozusagen keinerlei Verantwortung, oder? Das kann man ja auch nicht. Im Fasching kann man ja keine Verantwortung übernehmen. Das wäre ja zu blöd. Das ist aber wirklich ledige Kindergarten, nicht? Ja, eben. Da müsste man Alimente zahlen. Ja. Welche Schulen sind denn da beteiligt? Ja, die Volksschulen, das sind jetzt zum Beispiel die Volksschullehrerinnen hinter mir und die Hauptschule mit dem Direktor Hechel. Und ihr habt aber selber auch Gaudi, oder? Ja, super. Und der Hort war dabei heuer, erstmalig der Hort und auch viele Elterngruppen. Pinguine habe ich gesehen. Laternen und alles möglich. Nein, es ist gut, hat gut funktioniert. Wer das nicht kann, ist dumm. Rucki-zucki. 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 Das ist der neueste Tanz. Rucki-zucki. Ja, wir sind jetzt da in der berühmten, in der weltberühmten Tenne und da gibt es auch jeden Faschingsdienstag eine Kinderdisco. Da kommen die Eltern mit ihren Kindern herein und genießen die Atmosphäre, so wie wir sie eigentlich früher gekannt haben, von der berühmten Tenne. Da gibt es DJs, die legen die Songs der Saison auf und da wird natürlich dann getanzt. Nicht nach den Rhythmen der Stadtmusik, nach den Rhythmen der DJs und die Schlager der Saison. Nach zweijähriger Pause gab es nun wieder die allseits beliebte Kitzbichler Schnitzelbank. Vom Initiator Anderl Feller wurden wieder allerlei Schnitzer von hoch und nieder in lustigen Vierzeilern vorgetragen. Als Schnitzelbankzeichner fungierte wieder Franz Berger, der die Moritäten der Kitzbühler einmal mehr perfekt in Szene setzte. Diesmal gab es bei der Schnitzelbank zusätzlich Verstärkung in Form von zwei Radschweibern, die Anderl Feller und Franz Bergers Interpretationen gekonnt vervollständigten. Auch nicht ohne ist der Arbeitsplatz von Sepp Brandstätter, der hoch über dem Volk fleißig am Kurbeln war, um die großformatigen Bilder zu präsentieren. Auch er wurde bei der Schnitzelbank mit einem Vierzeiler bedacht.
Jetzt sind wir wieder da. Grüß dich gut, liebe Leute. 2 Jahre lang kein Schnitzelbank, da läuft etwas gefeit. Jetzt kriegt auf die Geschichte nur einen Seltenheitswert. Aber je seltener das stattfindet, umso mehr ist begehrt. Ei, du schöne Schnitzelbank. Ei, du schöne Schnitzelbank. Na, Uschi, grüß. Na, ist das nett, dass ich dich wieder einmal sich. Na, und da so zusammengeschwänzt bist, ist ja unheimlich. Das Geiz lässt auch noch rauskommen. Was tust denn du heute da? Ja, wahrscheinlich das Gleiche wie du, weißt du schon? Ich habe mich auch noch geschleit und Bücher rauf, bei dir Finger rauf, von den ganzen Leibbüchern durchgekommen. Aber nachdem ich mich schon so randig zusammengefrischt habe, habe ich mir gedacht, dieses Event, das darf ich nicht verpassen, gell? Ja, bist du jetzt ganz narrisch. Kannst du nicht mehr Deutsch? Event, was ist denn Event? Ja, du wirst echt wissen, was ein Event Nein, ist. Nein, ich bin in der Schnitzelbank da. Du bist überhaupt nicht in. Man weiß halt echt, dass du so ein bisschen eine Schotberg-Konnerin bist, gell? Ja. Ein Inseraner, weißt du schon, wir sind halt echt mehr Stadler. Wir sind halt nicht so weit weg, als wir da oben. Also, ein Event ist eine Veranstaltung. Aber du brauchst keine Dumme, geh zum Tourismusverband, du brauchst dich da ein bisschen informieren, dann wirst du schon mal aufklären, gell? Danke für die Aufklärung. Ja, und im Übrigen, es sind halt gar nicht allein da. Ja, unüberschaubare Mengen sind da und gar 5 oder 6 Einheimische dabei. Ja. Meinst du, dass von der Kitzbühler Baustadt auch da sind? Sind München da? Sehr gut, Herrscherschrein, da ist nichts bei. Da finden wir jetzt gerade etwas Neues davon. Beim Feuerwehrfassanstich hat sich's wieder einmal gewischt. Vielleicht war am Bürgermeister der Schlägel ein wenig zischt. Beim ersten Schlag hat's rum und um einmal zischt. Und beim zweiten Ausholen hat er den Kommandanten sein Krügel erwischt. Ei, du schöne Schnitzelbank. Ei, du schöne Schnitzelbank. Geh, Schudi, mal hinten. Da sind so Bürgermeister, der das Krügel zusammenhält, nicht, weil es ihm nicht gefällt. Ach, geh, das hat euch dann ganz einen anderen Grund, das Krügel nicht gefällt. Es gibt auch noch 50 Kriege. Aber schaut euch da mal um, wie er ausschaut, der Heiterer. Er wie ein ausgestrafter Haring, soft und kraftlos, Magen bis zum es geht nicht mehr. Dem hat schlicht und einfach die Kraft gefällt, die sagt er ihm. Da muss ich am Wächter bringen, Butter und ein circa Speck bringen. Ja, die spendiere ich noch ein paar Jahre. Und wenn wir nicht auf wieder fährt, dann schickt man die Woche einmal zu der Nagilla-Kette. Die wärst du ihm auch schon irgendwas an die Karte. Gell? Und einen guten Rat geben wir ihm aber nachher da. Er soll zum Fachmarkt gehen und soll sich durch den Duschgepäck dein Zeug kaufen. Ja, das ist beim Bürgermeister nie schlecht. Der Jahrgang 46, feierst Geburtstag. 60 Jahre sind sie jetzt jung. Hinter dem Alpenhotel werden 2 deutsche Eichen gesetzt zur Erinnerung. Und 3 Jahre drauf schauen sie enttäuscht zu den Archebaum auf. Es waren nämlich wunderbare Kastanienblier drauf. Ei, du schöne Schnitzelbank. Ei, du schöne Schnitzelbank. Nein, da muss der schon auch noch. Da fahren die einer 20, 30 aus, hier ein Schwarzer, du und der Osten zum Geburtstag feiern. Und der ganz der Gescheite, weißt du schon, der Zeilinger Zins, gell? Ja, der Edelkommunist, gell? Der hat von lauter Gescheit und von lauter damit das Treffen ja nicht in Vergessenheit gerät. Am Pinsker in 2 Archen bestimmt. Hat er gemeint, gell? Hat er gemeint. Außer gekommen sind die Kastanienbaum. Ja. Das kommt davon, weil es nicht aufpasst hat beim Naturkundeunterricht von Fräulein Hinberger. Ja. Weil der hat in seiner Zeit ganz genau erklärt den Unterschied zwischen der Eichenrinde und der Kastanienrinde. Gell? Außerdem, dass die das ins Pinsker kaufen müssen. Die haben es gleich für die Pinsker gut. Gell? Die werden wahrscheinlich die Kastanien umwerden haben wollen. Gell? Auf so eine Gattung Leid ist das schon da hinten und der Dumm ist ein Haucherberg. Das sagst du, und die sind sowieso ein bisschen anders. Gut,
in Gruingen da unseren neuen Betrieb mit dem ältesten Gewerbe installieren. Da wird auch der Handwerksmarkt davon profitieren. Auf dem Dorfplatz ein Standl mit dem kostbaren Inventar. Darf jeder probieren, die Geschichte wärst rar. Ei, du schöne Schnitzelbank. Ei, du schöne Schnitzelbank. Ja, da liegst du ja mir. Jetzt haben sie es zuerst schon das Kritzipfel. Probierst mit dem Buffet, die ist aber noch die Baugruben da unten mit dem Wasserlack hin, wo sie sich eh alle aufregen. Nein, Mann, der geht nicht auf. Jetzt wollen sie in Gäugen so einen Betrieb installieren. Aber da muss ich einfach wieder dazu sagen, bei dem anderen ist echt so. Kennst du einen? Kennst du alle? Außerdem konnten sie das daheim gratis holen, gell? Ja. Aber damit ist jetzt Schluss und schon gar mit den minus 30% nichts zu machen. Da muss ich dir vollkommen recht geben, weil was nichts kostet, ist nichts wert. Und das, was die da oben können, das können wir schon lange, gell? Jeder Sportler hat sein Rezept und genau weiß man es nie. Der Guido nimmt einen Schluck Apfelessig alle Tage in der Früh. Er erwischt aber die Essenzflasch, er jault wie ein Hund. Geht mit dem Blaulicht ins Krankenhaus, müssen der Mausschwarm sein Schlund. Ei, du schöne Schnitzelbank. Ei, du schöne Schnitzelbank. Sag einmal. Weißt du das? Das weißt du sicher, was das für ein Guido ist. Der weiß ja, der früher steht ein Kaffee an Essig saft. Selbstverständlich weiß ich das. Und auch bei ihm so ein Schauberg, der Hintersee, Guido ist das. Ja, du Schaffer. Muss auch etwas extra gesagt. Trinken da halt ein Bier oder einen Kaffee, dann gehen sie ein bisschen. Ja, ich meine halt, das heißt mir jetzt Sportlerfrühstück. Ist das nicht das Krump und Krot? Ja, das ist das Krump und Krot. Ist das nicht das Wagenrot? Ja, das ist das Wagenrot. Ist das nicht das Hin und Her? Ja, das ist das Hin und Her. Und das ist die Lichtputzscher. Lichtputzscher, Hin und Her. Wagenrot, Krump und Krot. Ei, du schöne Schnitzelbank. Ei, du schöne Schnitzelbank. Ein Kitzbüchler, Fußballschiri, darf im Zillertal pfeifen. Nicht zum Vorteil der Hippacher, die das Kriegsbeil ergreifen. Nach dem Schlusspfiff schütten sie mit Bier und spucken auf und auf. Muss sie in der Kabine eine Stunde lang einspähen, bis er heimrasen kann. Ei, du schöne Schnitzelbank. Ei, du schöne Schnitzelbank. Ja, da liegt die Niederhang. Was sind die Hippach da ja da mit uns einen Schiri erlebt haben? Ja, das ist ja wirklich euer Hand. Aber sag einmal, weißt du, wer dies gewesen ist? Freilich, den kriegst du wohl, der lange Diene bei der Gmarr, ein Mullbeleuner. Ah, der Mullwolfgang, ach so. Ja, mei, der Karls, ja, das habe ich gar nicht gewusst, dass der pfeift. Ja, du pfierte Gott noch einmal, also da muss ich schon sagen, die Zillachteuer sind aber eine eigene Gattung, Leute, gell? Eher noch schlimmer, als wir die von Binzger hin. Ja, aber jetzt, unser neuer Bezirkshauptmann ist auch Zillertäuer. Jetzt bin ich neugierig, was da geht. Man kann nur hoffen. Die Kirchendachdecker haben's niederweifein. Da muss die Jahreszeit passen und das Wetter schön sein. Bei uns fangen's mit der Arbeit im Dezember erst an. Damit's ausgiebig einschneiden und einringen kann. Ei, du schöne Schnitzelbank. Ei, du schöne Schnitzelbank.
So etwas Narisch muss man auch nicht geben, gell? Bei uns, die Kitzbücher gehen halt durch und schon ein bisschen anders. Du, andere Leute tun sie an Sommer, die Tochterkerei und dann drei Tage davor und wieder Bericht rein schauen, ob es auch trocken ist. Nein, die Hinsen, an Dezember, bei ihr geht es sau werden, da haben sie da Grüße aufstehen und da hochdecken. Du, da oben ist ausgeschaut, meine Güte, die Brühe ist in das Glockenspiel reingelaufen, gell. Du, die Hoferin, die tut sich meine Grab umdrehen, die sucht da oben. Vierte Gott noch einmal. Ja. Ich meine aber, dass das eine reine Leitschinderei ist. Oder sie haben sich gedacht, jetzt machen wir eine ganz neue Attraktion für die Fremden, dass die sagen können, na schau, was sie dir trauen, was das alles für hagelbrochene Leder sind. Ja, Leder ist schon gut, aber wer muss nachher zum Putzen auf? Hä? Die Weiberleit. Bei der Feuerwehr Kitzbüche gibt es einen Riesenalarm. 40 Mann hausperrt da zu, mit Rettung und Gendarm. Der 21. Juni war im Kalender zu lesen. Der Großband war ein Sonnenwendfeuer und weiter nichts gewesen. Ei, du schöne Schnitzelbank. Ei, du schöne Schnitzelbank. Ja, oi, sind sie zusammengekommen. Mandaleit und Weiberleit, die ganzen Stauden vom ganzen Jahr und die zusammengeschnittenen Sessel und die Kasten und die Bettgestelle, alles, was sie halt nicht verbrennen dürfen, du weißt schon, das haben sie alles zusammengetan auf einen riesigen Haufen und gesagt, machen wir ein Sonnenwendfeuer draus. Gerade, dass das einer nachher den falschen Kron gekriegt hat, gell? Mir hat jemand verzeiht, das sollte der Brandstätter Stefan gewesen sein. Stell dir einmal vor, vor der Feuerwehr, alarmierst, nach vorne sein mit dem großen Licht zu den kleinen Sonnenwindfeiern. Was weißt du, wie es alles geschaut hat? Du, die. Ja, und was weißt du, wie das nicht zum Zuschauen gewesen war, wie die Feuerwehr mit den Riesenkratten, die nehmen da Kron in den Hund dran müssen. Aber wenigstens haben sie eine außerordentliche Feuerwehr über dem Kopf. Alle zwei Jahre ist für den Kirchenchor ein Kulturausflug drin. Es geht zum Orpheus in der Unterwelt, in der Volksoper Wien. Ein gutes Schlafei, bevor es losgeht, macht die Fine noch gleich. Wie es munter ist, wohnen, war die Vorstellung vorbei. Ei, du schöne Schnitzelbank. Ei, du schöne Schnitzelbank. Ausgerechnet der Fini passierst das. Die, was siehst, alles versteht und ja. Alle von uns. Sie ist eine gute. Du, falls du etwas brauchst, kannst du das auch alles haben davon. Aber jetzt hat es sogar Anrufverbot beim Radio Tirol, weil es einfach nicht aufmerksam bleibt. Also, mir tat er ja so stinken, bei die Fini war, gell? Weil sie ist putzmunter und hinter jedem Event her, gell? Und nachher fast sechs Tage durch und verschlaft so als Nats und Rehren. Jetzt haben wir Angst vor die zwei Weiberleute, Ratschkatteln da vor der Kamera, die heute da beim Jahrmarkt das Ganze nur ein bisschen kommentiert haben. Der Fender Alan hat uns gerade gesagt, dass das ganz wichtig ist, dass neben den Bildern auch noch ein bisschen erklärt ist, wer das wird. Toll war das für euch. Habt ihr die Texte selber geschrieben oder wer hat das gemacht? Freilich, ja, freilich. Wir haben das vor einer Woche noch gar nicht gewusst, was auf uns zukommt, gar nichts. Ganz spontan ist das gegangen und dann haben wir uns zweimal zusammengesetzt und dann ist der Fall gestanden. Und jetzt gibt es das Ganze noch ein bisschen schriftlich da, damit die Leute, die was nicht hergekommen sind, auch noch ein bisschen nachlesen können, was da los ist. Nicht nur das, auch die, was da gewesen sind, zur Erinnerung. Ich finde das ganz toll. Und wer das heute nicht der Kraft hat, der kriegt das jederzeit nach. Braucht sie gerade bei mir oder bei Nanal oder bei der Maria Mölten, kriegt jederzeit so ein Heftei nach. Danke. Inser Altburgermeister
von Schlarifari in die Salzburger Stadt. Und kommt da gleich drauf, dass er keinen Autoschlüssel mehr hat. Er ruft den Kitzbichel seinen Burmu, der Reserveschlüssel muss her. Wie es zum Auto kommen, steckt der Schlüssel, was willst oft noch mehr? Ei, du schöne Schnitzelbank, ei, du schöne Schnitzelbank. Ja, welchen Ries jetzt das von unseren zwei Altbürgermeister? Ja, das kann eigentlich gerade der Kapillarifriedel gewesen sein, weil mit dem Buben, der ohne hat ja kein so viel was, oder er ist mir rausgekommen, das ist nicht so sicher, weißt schon. Aber bis hätte er schon vergessen, gell? Weil siehst du, was er auch alles vergessen hat, gar nichts, der Friedel. Aber ich meine halt, er wollte seinen Buben einen Ausflug einzukommen lassen. Ah, du warst der Hodergassler? Ja, ganz genau, dersen. Unser Ehrenobmann beißt sich einen Zahn aus und den kalt er ihm gut auf. So ein schönes, rund, weiß Stücke biegt der Zahnarzt sicher wieder drauf. Seine Frau, die Traute, braucht ein Schlaftablett, weil sie schwer einschlafen tut. Sie hat einen Zahn für ihren Mann erwischt und schlafen tut's gut. Ei, du schöne Schnitzelbank, ei, du schöne Schnitzelbank. Das ist jetzt wieder einmal so die richtige Geschichte von der Glaube versetzt Berge, gell? Da meint, sie schluckt das Schlaftablett, schlaft wunderbar, dabei hat sie einen Zahn duschen. Ja, du, aber den wirst du ja echt am nächsten Tag wohl wieder außer der Arbeit haben. Ja, schaut dann einmal an, der Zahn biegt ja schon wieder. Sepp, lach einmal. Fionas Mutter und der Konsul feiern Hochzeit pompös. Das Kirchberger Tor zur Denne, alles ist schon nervös. Da kommt ein Zapfen aus dem Boden, schön beleuchtet und schön rund. Der am Bändle beim Bauch kisselt, das war gar nicht so gesund. Ei, du schöne Schnitzelbank. Ei, du schöne Schnitzelbank. Na, hab ich gedacht über die Hochzeitsgesellschaft. Stell dir einmal das ganz genau vor, gell? Da hat jetzt einmal der falsche Zapfen den falschen Bauch drin. Ja, das war's da nicht. Vielleicht hat's ein Bändli gefreut. Wenn die Kinder und mein Hund spazieren gehen, wollen sie ins Feuerwehrhauptmann gehen. Der Hund fällt in den Ochel, muss gerettet schnell werden. Sein Vize kann er nicht erreichen. Er ruft seine Frau um Hilfe um. Sie saust mit der Worte durch Vordergas, dass er den Hund retten kann. Ich bin so zufrieden als wir, die Feuerwehr und Unterhund. Bitte, Gosch, aber ich sag das, die Frau ist bei uns so zufrieden als wir, die Feuerwehr und Unterhund. Für mich ist das typisch spannend. Hust, dass ein Frau ist, was sie, wenn ihr das gehört habt, statt dass ein Seid nach dem Hund fährt. 20.000 Einbrüche haben wir zwar 2009 in Österreich gehabt. Danke der EU, dass jeder rein darf, ob Verbrecher oder Lob. Aber es wär's noch besser, die EU verspricht noch viel. Drei Einbrecher auf einen Österreicher, das ist das große Ziel. Ei, du schöne Schnitzelbank, ei, du schöne Schnitzelbank. Vergessen Sie
Nein, traurig ist das schon. Aber der Ehrlichkeit halber muss man sagen, bei uns in Inland gibt es schon genug Unrate, gell? Wer weiß, wie viele versteckte Verlüse das nebeneinander sind. Meinst du, ich sollte vielleicht den Waffen-Ali... Waffen-Ali, ja, was meinst du denn? Weißt du, den Minister-Ehemann, ja, oder? Ja. Du, den konnte ich fragen, ob man nicht die Stahlschleitern von meinen Buben kaufen. Ja, lass das einfallen. Möchtest du vielleicht die Statistik der Kleinkriminalität auch noch ein bisschen tief treiben, oder? Die erste Ausfahrt nach dem Winter machen die Wasserrettungsleute. Die Bella macht auf der letzten Eisschule einen Tanz vor lauter Freude. Die Eisschule hebt nicht, die Bella geht unter, au weh. Die Wasserrettung muss die Wasserretterin retten aus dem See. Ei, du schöne Schnitzelbank. Hey, du schöne Schnitzelbank. Ja, was ist das für eine Mikrobella? Die Mola. Ja, die Mola, Bella, halt. Ich war hier gerade, die war bei der Wasserrettung. Aber oh, was schon zu lachen ist schon. Gelernt habe ich ja nicht ganz, dass die wirklich eingegangen ist. Ich meine, die hat sich ja nicht vielleicht durch, damit du einmal bei der Wasserrettung und von der Wasserrettung gerettet wirst. Das ist hier uns Opfer. Das glaube ich mal sicher. Der Seniorenskitag in Kitzbühel ist schon Tradition. Die Olympiasieger haben die Führung, wo gibt's denn da schon? Der Ernst bläst zum Aufbruch in der Bergstation. Aber er hat Ski daheim vergessen, so fängt der Tag an. Ei, du schöne Schnitzelbank. Ei, du schöne Schnitzelbank. Nein, was sagst du denn jetzt zu unseren Olympiasieger? Löblicherweise fährst du da mit den Senioren zum Skitag, aber ohne Ski. Weil das nicht zu lachen ist. Der ist halt auch nicht mehr 20, gell? Und da klopft halt noch so langsam, langsam auch der Alzheimer auf. Und nächst die Weihnachten kann er nachher singen, leise rieselt der Kalk. Ja, die Bauern taten halt sagen, beim König Ludwig hat es auch so angefangen. Über die Gesetze der EU, da haben sie aber mehr Leute beklagen. Nicht nur die Rinder, auch die Hirschen müssen schon Ohrmarken tragen. Wenn das so weitergeht mit den Schikanen, dann wissen wir es fast gewiss, dass in ein paar Jahren auf kein Bauer mehr ohne Ohrmarken ist. Ei, du schöne Schnitzelbank. Ei, du schöne Schnitzelbank. Ja, 2 Viecher haben sie für den Haufen Markei. Jetzt müssen die Leiner schon Markei tragen. Ja, das hat der Sinimer Steff schon vor 2 Jahren gesagt, dass die Kaiwi auf die 4 Hauwaschler brauchen taten, damit sie die Markei ja eigentlich bringen. Gell? Mein Lieber, und jetzt taten die es auf die Bauern auch ausgehen. Aber ich hätte schon genug nur Kleid im Bett und mein Lieber, wir hätten da genug Tanzstadl umeinander. Weißt du, da darf es geben die Skihase und die Blothirschen und die Bartilöhm und die Salontiger. Ja, und die Schneckenchecker und die Kuschelmäuse. Ja, also. Und die Schoßkatze. Und die Dorgoffen. Ist das nicht das Krumm und Krumm? Ja, das ist das Krumm und Krumm. Ist das nicht das Vogelrot? Ja, das ist das Vogelrot. Ist das nicht das Hin und Her? Ja, das ist das Hin und Her. Und das ist die Licht und Scher. Licht und Scher, Hin und Her. Vogelrot, Krumm und Krumm. Heide, schöne Schnitzelbank. Heide, schöne. Ein Reisebüro baut in Kitzbühel ein riesengroßes Haus. Zur Einstimmung der Gäste schaut es wie ein Kreuzfahrtschiff aus. Und richtig war es, dass er den Schiffplan hat genommen, weil der Rohbau ist schon gleich einmal im Wasser geschwommen.
Hei, du schöne Schnitzelbank. Hei, du schöne Schnitzelbank. Sag einmal, wie gefällt denn dir jetzt ein neues Kreuzschiff? Da hast du noch der Krieger gewesen. Oh, nicht, dass so schlecht ist, einmal was anderes. Aber hier sind wir lang vor der Entscheidung gestanden, was war es denn? Schiffe größer bauen oder ein Seegraus machen? Jetzt ist Schiffe draus geworden. Und der See ist geworden. Ja, bei dem See kann Schiffe nicht davon schwimmen. Die Vogelgrippe hat die Pharmaindustrie zu Höchstleistungen animiert. Nicht einmal die Schweinegrippe hat die Medikamentenberge gescheit uderiert. Nach den zwei Epidemien sind die Impfstofflager auch erst halb leer. Es wird nichts nutzen, eine neue Krankheit muss her. Hei, du schöne Schnitzelbank. Hei, du schöne Schnitzelbank. Gott sei Dank hassen die Krankheiten noch die Viecher. Bedenklich wärst es nachher, wenn wir es noch die Minister hassen müssen. Zum Beispiel der Schmiedwahnsinn. Oh, das war auch ganz gut. Nachher brauchen sie sich mal nicht keine Gedanken mehr machen um den neuen Text von der Bundeshymne und die Söhne und Töchter werden da mal angehackelt, gell? Ja, nachher feiert man noch der Filknuselei. Ja, die Fechtersucht hätte ich noch geflogen. Ja, und die Brüllseuche. Ja, die Feimann-Epidemie. Ja. Und nachher der große Privatzoo von den Kärntner, der Kärstadt. Ja, jedenfalls weiß man sich das so. Für Nachwuchs, zumindest für politischen Nachwuchs, ist gesorgt, da braucht man wenigstens den Haufen Impfstoff auf. Beim Kitzbüchler Instrumentenbauer fängt der Wohlstand hübsch an. Ein Wohnwagen muss her, dass er gefährlich ausrasen kann. Der Wagen wird das erste Mal aufgemacht, voll Freuden und Schreck. Da war der Wachen schon drin und verteidigt sein Fleck. Hei, du schöne Schnitzelbank. Hei, du schöne Schnitzelbank. Ja, du, der Instrumentenbauer, das kann ja nur der Nürnzieher sein. Also wenn ich mir das vorstelle, da kauft er also einen Wohnwagen, gell? Dann freust du dich drauf zum Bezirchen, dann machst du die Tür auf, der Wagen ist besetzt. Gell? So schnell kannst du auf den Hund kommen. Ja, und wer wohnt jetzt an dem Wohnwagen? Er oder der Hund? Das wird sich weisen. Die Regierung hat Sorgen, wo es neue Flüchtlingslager hintaten. Überall, wo sie probieren, gehen die Leute auf die Barrikaden. In St. Johann gab es eine Kaserne und die Idee war nicht dumm. Sie waren sicher die Einzigen, die sie nur reißen drum. Hei, du schöne Schnitzelbank. Hei, du schöne Schnitzelbank. Das passt genau auf seine Hansa, gell? Weil sie alles haben wollen, alles. Das Krankenhaus haben sie sich unter den Nagel gerissen. Die Schulen haben sie schon unten. Das Finanzamt und das sind sie ins Neue weg. Die Gebietskrankenkasse hätten sie gern. Ja, und Straßenmeisterei haben sie auch schon kassiert. Und auf die Bezirkshauptmannschaft waren sie scharf, sage ich dir aber wir. Und jetzt sind sie uns noch neidig auf jetzt einen guten Namen. Weißt du, wie sie die in Zukunft heißen? Sankt Kitzbühel. Und Ausis und Goris, und so sind wir es gewohnt. Wer heuer dabei war, wird das nächste Mal verschont. Verheimlicht's keine Schnitzer, dort ist Meutenschie geschwind, dass bald wieder einmal zu einer Schnitzelbank kommt. Hei, du schöne Schnitzelbank. Hei, du schöne Schnitzelbank. Ja, meine liebe Uschi, jetzt muss ich heimgehen. Ich bin schon viel zu lange aus daheim. Der Meilen möchte etwas zu essen und ich brauche ja alles ein bisschen oben an meinem Montagschacht herum. Ja, das kostet ein Fischchen, aber wenn man so einen Waschel daheim hat, dann muss ich selber nichts gekocht geben. Also da geht es mir schon besser, weil ich gehe jetzt aufwärmen. Entweder zum Prax, wo die Zistung.
gar nicht so einfach, gell, mit dem Nachmittag. Aber gehen wir heute halt mal schauen. Ja, dann also, ist auch schon beim Finstern. Ja, sehr gut. Annemarie, wir kommen! Vielen Dank, Herr Franz, den Zeichner der ganzen Bilder. Ein Applaus, unsere Leitschreiber. Die Katja und Lutschke. Und unseren Vorsänger auch einen großen Applaus. Annal, bei der Schnitzelbank, Fiesinger und ein bisschen mit der Zug entspülen und jetzt noch herinnen in die Lokale. Was sagst du? Du hast jetzt das schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, mitverfolgt mit dem Fasching in Kitzbüchel. Seit es mich gibt? Bei der Musik, ja. Bist du dabei? Machen wir das, ja, bin ich dabei, ja. Aber eigentlich ist das einer der Höhepunkte, wenn dann die Stadtmusik kostümiert durch die Lokale zieht. Wird es überall freundlich aufgenommen, oder? Ja, das haben wir einmal angefangen und jetzt ist Tradition jetzt. Jetzt war es schon ein Fehler, wenn wir nicht hingegangen. Und kommt man eigentlich nur was verbessern, dass die Leute, weißt du, die stehen da draußen, dann schon ein bisschen applaudieren, aber dass sie ein bisschen mitgegangen sind. Das wäre bei uns schwierig sein, ja. Die sind eher skeptisch, gell. Sie sind schon da, Leute haben wir viel. Aber was, aber wir sie sind, das ist ein bisschen ein Trauerspiel, ja. Eins muss ich sagen, heuer bei der Schnitzelbank ganz super Leute war das, dass die Weiberleute ein bisschen das Ganze noch kommentiert haben. Bist du auch der Ansicht? Ja, das war eh, die Idee war eh von mir, weil die Bilder viel zu kurz umgewesen sind und die Leute sich nicht ganz auskennt haben, und so ist halt alles erläutert worden dadurch. Ja. Fasching in Kitzbühel mit den Kindern in der Straße, in der Tenne haben wir eine Party gefeiert und jetzt sind wir hier im Hotel Erika. Liebe Uschu, tolle Stimmung hier unter deinen Gästen, alle sind kostümiert, wie machst du das? Du, wir machen eigentlich das ganze Jahr irgendetwas für unsere Gäste, aber natürlich der Fasching ist ein spezieller Höhepunkt. Wir schreiben unsere Gäste an aus nah und fern. Frankreich, England, Irland, Belgien, Deutschland, Italien und so weiter und sagen ihnen immer ein verhältnismäßig einfaches Thema, damit sie alle mitmachen können. Und dieses Jahr war unser Thema Piraten. Natürlich nicht die Piraten, nicht die Tomaten von Somalia, sondern wirklich die Piraten im Fasching. Und wie ihr seht, also es ist eine tolle Stimmung und wir genießen es selber auch mit unseren Gästen und wir gehen voll damit auf, groß und klein. Ja, super. Also die Gäste lassen sich schon animieren, da mitzumachen, Bolognese, und ihr habt auch einen DJ da. Also wenn man sich ein bisschen was antut, geht schon was. Gell?